Soldatenmarsch, gutes Klapp. Dann Ja. sollte ich wohl mal ein paar auslagern. Warum ist da ein General in einem meiner Baracken? Was? Ja, genau. Vielleicht hast du irgendwo aus Versehen das Gold angemacht oder so. Gehe ich mal von aus. Kann sein, ja. Oh, ich muss mal einen Werft bauen. Besten in der Nähe der Holzproduktion. Wow. What the fuck? Die mal einen Warnstau. Nein. Da. Keine Rohstoffe gefunden bei einer Holzfällerhütte, die direkt dem anderen Forsthaus hat. Interessant. Förster sind einfach zu langsam. Glaube Okay. ich. Keine Ahnung. Hätte eigentlich bisher immer zwei Holzfällerhütten auf ein Firsthaus. Eigentlich bisher mal recht gut geklappt. Egal, dann stelle ich halt dann noch ein Forsthaus hin. Ja, ich mach da lieber immer so 2 zu 3 oder 3 zu 2. Ah, okay. Also zwei Holzfäller, nee, drei Holzfällerhütten, zwei Forsthäuser. Ja, Okay. das kommt eher hin. Groß möglich. Ach nein, stopp. Ich baue auch jetzt gerade noch mal zwei Sägewerke, aber die verteile ich halt in meinem, also weiter nach vorne sozusagen, damit da dann die Bretter schneller da sind. Weil ich habe ja auch da Baumstammproduktion überall verteilt. Also macht es auch mal Sinn, da irgendwo ein Sägewerk zu bauen. Ja, stimmt. Ich meine, ich merke da schon, wie lange die brauchen, überhaupt zu bauen, die blöden Sägewerke. Weil die erst den ganzen Stuff rüberholen müssen. Das irgendwie ewig dauert. Deswegen lieber mal ein bisschen dezentral. Dezentralisieren.
Ja, ich muss sagen, ich habe ehrlich gesagt keinen Überblick mehr über mein Reich. Ich weiß, wo in etwa alles ist. Und ich weiß, dass es nicht ganz so optimal ist. Ja. Schon mal etwas. Das Problem, was ich jetzt zum Beispiel habe, okay, mein Schlosser ist jetzt fertig und das ist jetzt gerade frisch bei dem neuen Sägewerk. Und ich frage mich, ob der überhaupt schnell genug Holz produzieren wird. Okay, ja. Dafür. Achso, ich wollte. Ich stopp den erstmal kurz. Spitzhacken. Ja, bauen wir Spitzhacken. Noch irgendwas? Brauche ich vielleicht noch Holzfäller? Ne, erstmal primär Spitzhacken. Jetzt eigentlich auch mal wieder normal stellen. Okay. Ah, die arbeiten. Nice. Holzfäller hätte. Achso, habe ich schon abgerissen. Im Jagdhaus lasse ich erstmal noch ein paar Bäume. Ich glaube, das kommt gut, wenn da Bäume stehen, wo die Tiere auch leben können. Irgendwie. Ja, stimmt. Auch immer so viel, dass die eher auftreten, wenn halt Wald ist. Ja. Macht ja auch Sinn. Ja. Also bei dem alten Siedler 2, ich glaube auch hier in dem Editor musst und kannst du die auch manuell setzen, aber die werden halt auch generiert durch, keine Ahnung, wo die halt leben können, im Wald oder wo Büsche in der Nähe sind oder sowas, ne? Und bei Siedler 3 und so und 4 kannst du die gar nicht mehr manuell setzen und das wird nur generiert. Aber wenn du dann mal einen Wald setzt,
Also da gibt's extra so Generierungswerkzeuge dafür, der mit den Bäumen auch Büsche und so alles mögliche daneben setzt, so dass es auch schön aussieht. Da sind dann so viele Tiere. Richtig, richtig viele Tiere. Okay. Ja. Du ist das. Ich werde jetzt hier mal ein Sägewerk bauen. So, 30 Münzen habe ich. Naja. Wie viel habe ich? Noch mehr sein, ne? Ich habe noch gar nicht auf meine Statistik geguckt. Gestellte Münzen. Du bist der Beste, tatsächlich. Und danach kommt der Blaue und dann komme ich. Und der... Nee, hä? Ach nee, ach, da oben bin ich. Dachte, ich war gar nicht an. Aber es ist sehr interessant. Meine Linie war die letzten Minuten sehr, sehr gerade. Sehr, sehr gleichmäßig wurden die Münzen produziert. Stimmt, ja. Bin der Zweite da, ja. Da fühle ich mich doch gleich gut, dass ich mal wieder der Beste bei den Münzen bin. Steinbruch hat keine Rohstoffe gefunden. Das ist gut. Holzfäller hat keine. Auch gut. Oh, wow.